Hallöchen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Daddlezeit mit Stardew Valley. Wir haben heute einen wunderschönen Tag und der Wetterreport sagt mir, dass es auch morgen einen wunderschönen Tag geben wird. Also werde ich tatsächlich erst am letzten Tag zur Aufwertung kommen und ich hab's vollbracht. Das erste Mal schlecht gegossen, wie ich sehe. Heureka. Dafür dürft ihr alle in die Kommentare schreiben, der Bade ist dämlich. Und der Bade, das bin ich, wenn ihr es mittlerweile nicht mehr aus dem Usernamen raus erkennen könnt. Der war mal die 20 Bade, ich mich doch entschieden habe für Daddlezeit. Weil es einfach etwas mehr catchy ist und weil ich es immer gesagt habe, willkommen zu einer Daddlezeit. Dadurch hat sich der Name ja erst ergeben. Und was sagt denn die Robin? Sei geduldig, es brauchen noch einige Arbeit, die zu tun ist. Ja, gönne ich dir. Mach dann mal schön die Arbeit. Oh, mal sehen, ob mir das hier nicht zuwuchert. Mal gucken, mal schauen. So, was kann ich denn noch groß machen? Blumen gießen zum Beispiel. Nein, nicht schon wieder. Habe ich schon beim ersten Spielstand ab und an vollbracht, die Scheißschüssel irgendwie mitzunehmen. Will ich doch gar nicht. Ich möchte die Gießkanne haben. Gott, verplemper ich Zeit, schon 8 Uhr gleich. Auf dem Feld kann ich nichts mehr anbauen. Für 2 Tage wüsste ich zumindest nichts, was rechtzeitig, ich wollte schon sagen, schlüpfen würde. Aber erntefähig ist, das meine ich. Wobei es auch ganz lustig wäre, wenn die Pflanzen schlüpfen würden. Fände ich zumindest ganz drollig anzusehen. So, auch mal hier ein bisschen. Wo ist meine Pussy? Mensch, Kiran, wo bist du? Oh, da habe ich ihn gesehen. Den will ich noch mal so ein bisschen hier Ei schön streicheln. Hä? Wo ist? War der nicht hier irgendwo? Wo bist du rumgewuselt? Wo ist mein Kater hin? Bist du hier? Da bist du, ja. Hey, habe ich die schon gestreichelt? Oh, ich bin wirklich den. Ich habe den offenbar schon. Oder andere Taste? Oh, den habe ich sogar schon geknuddelt, offenbar. Ja. Meine kognitiven Fähigkeiten sind heute mal ein kleines bisschen begrenzt. Mal sehen, worin das noch resultiert. Ich bin gespannt. Das könnte eine sehr lustige Folge noch werden, wenn das so weiter bleibt. Aber ich bin richtig geflasht. Ich habe mal bei mir im Zimmer ausnahmsweise ein bisschen aufgeräumt nach langer, langer Zeit. Und die Akustik hier ist völlig anders für mich. Ich habe irgendwie etwas mehr Raumhall jetzt, wo der Boden freier ist und nicht mehr ganz so bedeckt. Das ist fantastisch. Ist zwar nur ein kleiner Unterschied in der Akustik, aber man merkt den doch so geringfügig. Zumindest habe ich das so im Gefühl. Ich weiß nicht, ob das nur Einbildung ist, aber Einbildung ist bekanntlich ja auch eine Bildung. Was kann ich denn jetzt überhaupt mit dem Rest des Tages anstellen? Ich könnte in die Mine gehen. Ich
könnte auch so eine Dinge hier ernten. Ich könnte einen Baum pflanzen. Ich könnte ein Kind machen. Ich könnte so vieles. Die meisten Sachen davon illegal, aber ich könnte sie. Ich könnte auch rumschnacken ohne Grund, ohne Sinn und Verstand. Aber das tue ich sowieso. Dafür bin ich ja da. Oh, der Pierre hat Na dann. Mein Lieblings-Pierre hat Geburtstag. Hey, komm her. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich danke dir. Und der Abby schenke ich auch was. Du hast Abigail bereits 2 Geschenke gegeben diese Woche. Das ist genug. Leck mich. Immer diese Restriktionen. Ist ja furchtbar hier. Lala, jetzt geht's wieder in die Mine. So zumindest der Plan. Am Ende stellt sich die Mine als doch nicht so dolle raus. Boah, damit kann er sicherlich was anfangen, oder? Hey, Linus. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Ey, der sieht so ein bisschen Hodor-mäßig aus. Hodor in alt. Und etwas verlottert. Aber Hodor. Aber er ist gesprächiger als Hodor. So viel ist schon mal klar. By the way, die neue Game of Thrones Staffel ist, soweit ich bisher gesehen habe, leider erst 2 Folgen. Die dritte kommt morgen dran. Die neue Staffel ist sowas von geil. Ohne zu spoilern. Guckt sie euch an, wenn ihr sowieso Fan seid. Und ansonsten, falls ihr die noch gar nicht geguckt habt, guckt euch überhaupt die Serie an. Oder lest das Buch. Ist auch nicht schlecht. Die Bücher habe ich ja bisher schon alle durch und warte sehnsüchtigst auf den 6. Band. Dass da irgendwann mal kommen möge. Eigentlich hätte der ja schon rauskommen sollen nach ursprünglicher Deadline. Aber George R. R. Martin hat selbst vorgewarnt, dass er es mit den Deadlines nicht so sehr hat. Und mir wird gerade bewusst, dass ich das Thema besser angebracht hätte im The Witcher Let's Play, weil The Witcher ja quasi Game of Thrones im Spielformat ist, wenn man das so sagen will. Und ich sag das einfach mal so. Ich will das so sagen. So, was haben wir hier? Ein bisschen Geschmeiß. Noch mehr Geschmeiß. Ich schmeiß mich weg vor Geschmeiß. Hey yo, ich sehe hier richtig Geschmeiß und denke mir nur so ein geiler Scheiß. Ich rappe ohne Sinn und ohne Verstand, denn dieser Verstand wurde schon längst verkannt von so vielen klugen Leuten, die sich heute, ich weiß nicht warum, die sind wohl so dumm, nee, kein Rappen. Hip-Hop ist eh nicht meine Musik, da muss ich es nicht auch noch zwangsweise versuchen. Auch wenn ich das gerne mal mache, also... Manchmal kommt in mir der Freestyler richtig durch. Denn ich bin so ein richtiger OG, ein origineller Gauner. Und rein. Ich wollte doch rein hier. Hey. Jetzt haben wir es. Yay, ein neues Stockwerk. Freigeschalten. Ah, ging ja noch mal gut. So, was sagt die Uhr? 5.30 Uhr, das ist eigentlich noch ziemlich angenehm, aber noch ein Stockwerk schaffen wir nicht, noch ein Fahrstuhl. Deswegen einfach mal
Nicht hier, die Leiter, Mensch. Leave the mine, verlasse dich selbst. Hm. 7300 etwas Geld, das ist gar nicht mal so schlecht. Nee, das wollte ich gar nicht nachgucken. Ich wollte die Sammlungen für das Fischbundle. Riverfisch. Oder fehlt mir das ein oder andere? Lakefisch, da fehlt mir nur der Sturgeon. Hatte ich den nicht schon mal gefangen? Oder habe ich das gesungen, weil ich in der Sammlung drin war? Ich habe keine Ahnung. Naja. Dann fischen wir mal drauf los. Hier ist ein schöner Ort. Das sieht optisch gut aus. Macht einen schlanken Schuh. Und so kann man auch seine restliche Energie verballern. Und euch langweilen. Ah, bin ich diabolisch drauf heute. Ha, mein Controller vibriert. Ist ja geil. Ich weiß nicht, ob das auch später in der Aufnahme zu hören ist, weil mein Controller steht auf dem Boden. Sollte eigentlich vom Mikrofon nicht aufgezeichnet werden. Aber man weiß ja nie. Oh, ich sehe da was blubbern. Aber erstmal gehe ich noch das hier an. Und dann kann ich unten vielleicht mal die Blubberbläschen. Klingt ungesund irgendwie, das Geräusch. Aber ich habe den Bullhead gefangen. Ende, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte doch eigentlich hier einmal geschmeidig die Route hineinlassen. Geschmeidig die Route hineinlassen sollte man nicht im Zusammenhang mit einer Frau sagen. Grenze zwischen Angler und Sexist, die sind nämlich verschwindend gering, wenn man das Falsche sagt. So, haben wir hier noch irgendwas, wo wir mit der Hacke im Boden ein bisschen auffühlen können für irgendwelche Dinge und Details? Schaut mir gerade nicht so ganz danach aus. Aber hey, einiges an Stein, ein bisschen Kupfer, eine Kirschbombe. Farmerherz, was begehrst du mehr? So, nochmal den Fischtank nachgucken. Den Bullhead habe ich ja schon, den Karpfen ebenfalls. Dann kann ich offenbar alles soweit reinpacken. Es sei denn, hier ist... Nö. Alles gleich in die Sammlung rein. Nicht in die Sammlung, in die Tonne. Kannst in die... kann ich noch gebrauchen. Kannst in die Tonne kloppen und... Ach. Nee, den bewahre ich auf. Das kann ich hier reinpacken. Das ist nicht so dolle hier. Ja, es wird interessant zu schauen, wann ich endlich dazu komme,
den ganzen Schmodder mal ordentlich zu sortieren. Ich vermute mal nie. Da denke ich schon zu oft, dass ich das mal machen müsste. Und müsste ist immer so ein sehr unfinales Wort. Von daher sage ich einfach mal Guts Nächtle. Ja, die Pastinaken brachten mir Geld. Die Pflanze bedingt. Das Fischen ein wenig. Und die Cashbombe hat nochmal richtig eingeschlagen. 700 Geld, die wir hier gemacht haben. Das ist nicht schlecht. Alles, was man gut gebrauchen kann für die nächste Saison, wenn der Sommer kommt. Und deswegen verabschiede ich mich mal für heute. Und wir sehen uns dann bei Tag 27 vom Frühling, wenn es wieder heißt Daddelzeit mit Stardew Valley. Ciao, ciao.